Herzlich willkommen zum Chefs Kulinar Cooking Channel. Heute zum Thema veganen Osterbrunch. Wenn ihr wissen wollt, wer der Riesentyp da neben mir ist, dann bleibt dran. Veganer Osterbrunch. Wer könnte da mehr dazu sagen als unser Konzeptentwickler Tobi? Herzlich willkommen. Danke, Daniel. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du hier bist, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Ja, vegane Küche. Warum? Also in Deutschland gibt es ja, sag ich mal, momentan so circa 2%, die sich rein vegan ernähren. Das ist eigentlich keine Riesenzahl. Nö. Aber die größtwachsende Ernährungsgruppe sind die Flexitarier. Also beispielsweise bei den Männern sind es so circa 20% und bei den Frauen fast 35%, die sich seltener Fleisch essen und dafür aber bewusster. Ja. Und deswegen auch sagen, Mensch, ich verzichte, so wie früher üblich war, nur sonntags was zum Essen oder ein Fleisch, machen die das genauso und sagen, okay, ich selektiere und schaue, was ich tatsächlich esse. Woher kommt das Fleisch? Wie wurde es ernährt? Wie ist es zu mir gekommen? Wie wurde es geschlachtet? Ja, teilweise, also gibt es jede Menge, wo die Leute wirklich einen Wert drauf legen. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine super Option vegan. Super. Also ein veganes Teilangebot auch bei einem Brunch zur Verfügung zu stellen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Es kommt darauf an, was ich für Gäste habe. Ob es jetzt mehr oder weniger gefragt ist, kann ich ein Teilangebot machen, aber ich könnte auch einen kompletten machen, je nachdem. Ja. Und der Riesenvorteil ist, bei sowas kann ich natürlich auch einen ganz anderen Preis durchsetzen, weil Leute, die sich rein vegan ernähren oder bewusst sich auch wissen, dass es schwer ist, da etwas Gutes zusammenzustellen momentan. Deswegen eine Riesenchance. Siehst du, wir haben mal was zusammengestellt. Ja, natürlich obligatorisch auf jedem Buffet im Frühstücksbereich Speck und Eier. Ganz klar. Für das Rührei haben wir ein tolles Produkt im Sortiment und für den Bacon habe ich einen als Basis Kokosflocken genommen. Ja, haben wir ein tolles Rezept bei uns in der Genusswelt. Die sind einfach, die Kokosflocken werden mariniert mit flüssigem Raucharoma. Sojasauce ist mit drin. Ein Ahornsirup ist mit drin, geräuchertes Paprikapulver, ein bisschen Öl ist mit dran. Das Ganze wird mariniert, eine Viertelstunde im Ofen gebacken, dann kommt das raus und sieht so aus. Schmeckt, ist mal was anderes. Ja? Ein schönes, kräftiges Aroma mit den Eiern dazu. Schöne, kräftige Aromen haben wir auch hier in unserem zweiten Rezept, auch das aus der Genusswelt, in Karottenmüsli. Also Karotten werden gerieben, Orangen filetiert, den Saft mit dazugeben, dann Haferflocken mit rein, Leinsamen mit dazu, dann kommt Sojamilch mit dazu und Sojajoghurt kommt mit dazu. Dann wird das Ganze abgeschmeckt. Ich kann es ein bisschen süß machen mit Ahornsirup auch oder ein bisschen Meersalz auch dazu geben, damit das dann so eine schöne, süß, herzhafte Note gibt. Ist ein ganz tolles Power-Müsli, macht sehr satt und sieht gut aus. Und es ist natürlich auch, es ist was für jeder Mann und jeder Frau. Also da greift auch jeder gerne zu. Und ja, ist also für den Bereich Frühstück am Brunch bestens geeignet. Großartig. Ja. Also sowas sind jetzt auch Teile eines Konzepts, Tobi. Du bist ja Konzeptentwickler. Was heißt denn das? Was machst du denn eigentlich? Also Konzept fängt ja, ist für viele Leute, sag ich mal, ich koche etwas und ich habe einen Teller. Aber es ist eigentlich andersrum. Man sagt, okay, man schaut erstmal an, wo, auf welchem Standortmarkt bewege ich mich? Was habe ich da für Gäste? Was habe ich für Kunden? Oder welche Gäste habe ich für Möglichkeiten anzusprechen? Ja. Schau dann weiter, entwickel daraus aus dem, was ich mache und kann, indem ich richtig gut bin oder was an den Markt auch passt, kann auch unterschiedlich sein, entwickle ich eine starke Marke und Brand. Schau dann weiter, was brauche ich für Interior Design, was brauche ich noch aus, was Küchenplanung wichtig heutzutage, wenn wir jetzt ein Konzept entwickeln, wie wir es getan haben, zum Beispiel beim Vegan Breakfast Club oder beim Vegan Vibes Restaurant, haben wir ja viel weniger Geräte als früher. Ja? Früher hast du eine Küche entwickelt und dann bist du wohin gekommen, dann hieß es, okay, die Küche ist schon fertig, mach mal ein Konzept dazu. Ja? Und man kann sich da heutzutage auch sehr viel Geld sparen, wenn man sich bewusst mit dem auseinandersetzt und das tun wir. Und dann schauen wir auch noch weiter, okay, was ist, wie sind die Handgriffe, was gibt es für Gerätschaften, wo ich Gerät mit Produkt verbinden kann, sodass der Prozess wirklich einfach ist und wir auf dieses Thema Fachkräftemangel total gut eingehen können. Dann nochmal schauen, wie können wir es tatsächlich umsetzen mit einer operativen Schulung oder wie können wir das dann auch in den Markt bringen. Dabei begleiten wir. Das heißt, vollumfänglich einmal da zu sein für den Kunden und den stärker machen. Ja, super. Also nicht einfach nur eine Speisekarte schreiben, sondern sich wirklich das Ganze gesamtheitlich eben auch anschauen. Das geht auch bis zur Uniform, bis zum Tabletop. Alles. Ja, wie ist der Social-Media-Auftritt? Da sind wir auch gerne behilflich. Ja. Was die richtige Bewerbung am richtigen Standort ist. Jawohl. Klasse. Konzeptentwicklung. Spannendes Thema. Ab und zu darf ich auch ein bisschen mit reinschnuppern. Apropos schnuppern, es riecht auch wieder gut. Wir haben natürlich noch ein bisschen mehr gemacht zum Osterbrunch. Das heißt, wir werden also auch uns um den Mittagsteil kümmern. Was immer geht, ist Hummus. Hummus,
ist in der Basis natürlich eine Kichererbsenpaste. Haben wir auch bei uns in der Genusswelt zig Rezepturen, welche mit Edamame-Bohnen, mit Schokolade drin, mit Curry und mit Rote Beete und hast du nicht gesehen. Ich habe mich für eine nussige Variante entschieden, ist mal auch ein bisschen was anderes. Als erstes habe ich natürlich die Kichererbsen einmal gewaschen, über Nacht eingeweicht, dann habe ich sie weich gekocht, abgegossen, das Kochwasser wirst du aufheben und dann die Nüsse rösten. Ich habe in dem Falle jetzt Mandeln, Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne genommen, habe das schön geröstet, trocken geröstet, dann mit den Kichererbsen zusammen gemixt, Tahina kommt mit rein, dann was von dem Wasser kommt mit dazu, von dem Kochwasser, dann kannst du die Konsistenz bestimmen und das Ganze wird einmal lecker durchgemixt, bis es dann so eine Konsistenz hat, rausgeholt, ab in eine Schüssel, ein bisschen Olivenöl drauf, ein paar Kräuter und fertig. Ja, also extrem einfach, gut zu individualisieren, ja, macht Spaß. Ich kann mich hier kreativ austoben mit so einem einfachen Produkt und es macht den Leuten Spaß, das zu essen und es macht satt und es ist wirklich lecker. Als letztes Gericht habe ich mitgebracht, auch ein Gericht aus der Genusswelt, das ich dann quasi veganisiert habe. In der Basis wäre es ein Feta-Käse mit Tomaten und Paprika geschmort. Ich habe jetzt zwei Varianten hier in der Schale drin. Ich habe einmal also einen veganen Hirtenkäse griechischer Art, das Produkt heißt ebenso, genommen, der ist auf Kokosölbasis. Und ich habe einen ganz normalen Tofu genommen. Ich habe den also auch in die Auflaufform gegeben. Dann kommen Zwiebeln und Knoblauch dazu, bunte Tomaten mit drauf, rote Spitzpaprika, Olivenöl, ein paar Kräuter, Oliven. Und das Ganze kommt dann einfach in den Ofen für eine Viertelstunde, 20 Minuten wird da gebacken. Sieht gut aus, riecht extrem gut und schmeckt, glaube ich, auch mir. Also mir schmeckt es auf jeden Fall, aber ich glaube eben auch den Menschen, die sagen, oh, ich probiere das vielleicht mal aus oder ich kenne das eigentlich nicht. Das schmeckt wirklich gut. Ich bin kein Freund davon, also kein Freund von Feta, um ehrlich zu sein, auch so. Aber ich habe es probiert, war großartig, wirklich. Ja. War total überraschend. Ja. Und genau darum geht es, dass es eben überraschende vegane Gerichte gibt. Ja? Und die können Sie dann eben auch beim Osterbrunch mal mit einsetzen. Und Tobi, du machst ja auch noch ein paar andere Sachen bei uns. Du machst diese Food-Trend-Touren. Das heißt, du guckst über den Tellerrand und auch über Ländergrenzen hinweg. Wie wird es denn im Ausland? Wie ist da deine Wahrnehmung? Wie wird das gemacht? Also der vegane Bereich wächst sehr stark. Vor allem letztes Jahr war ich in Amsterdam auch unterwegs und in Wien und in Prag. Und da war es einfach so, dass das Angebot stark wachsend ist. Ja, im Verhältnis, ich war die Jahre zuvor ja auch immer wieder in Städten, habe gesehen, was tut sich da. Ja. Und sehr stark in dem Teilbereich. Die spezialisieren sich und sagen, ich mache das Thema Frühstück von Pancakes bis American Breakfast, alles in veganer Version, nachmittags als Café oder auch abends als volles Restaurant. Ja. Okay. Und wie sieht es dieses Jahr aus? Machst du wieder Trendtour mit Kunden? Ja. Dieses Jahr haben wir Kopenhagen und London und Wien im Angebot. Es gibt auch noch ein paar Plätze. Ein weniger. Meldet euch an. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ja. Und es ist ja auch wichtig für ein Konzept, dass man sich Sachen anschaut und inspirieren lässt und schaut, was ist möglich. Es ist nicht für jeden Betrieb immer alles das Richtige. Ja. Aber wir können da gemeinsam auf die Suche gehen. Und da würde ich mich freuen, wenn möglichst viele wieder dabei sind. So wie die letzten Jahre waren auch voll, wird dieses Jahr sicher auch wieder gut werden. Dann würde ich sagen, schnell sein lohnt sich. Wer Tobi live erleben möchte auf den Food-Trend-Touren, sollte sich jetzt melden, ansonsten sind sie weg. Ich sage vielen Dank für deine Zeit, für deinen Input, für deinen wertvollen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like da. Abonniert uns, teilt uns. Wenn ihr Kommentare habt, schreibt sie unten rein. Und ich würde sagen, Tobi? Servus. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Frohe Ostern.